Gut. Und nicht zu vergessen, du machst mir auch Eisen. 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 Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, hier ist ein Fundament zwischen. Das Einzige, was jetzt natürlich wieder nicht stimmt, ist das Ding hier. Ach so, ja, und ich brauche die hier. Der grüne Pfeil nach vorne. Stimmt das so? Ja, sieht so aus. Und jetzt geht der grüne Pfeil nach rechts. Einmal. Ah, ich sehe nichts. Gut. MK2. Und da nach da. Ja, ich habe erstmal nur zwei Konstruktoren gebaut. Ich mache mal eine Taschenlampe an, sonst sehe ich ja nichts. So, die zwei hier sind auf jeden Fall schon mal richtig. Und dann kann ich hier noch einen. Noch einen hinbauen, dann sind die beiden schon mal. Nein, sind sie noch nicht. Jetzt sind sie verkabelt. So. Okay, das habe ich hingebaut, weil ich gesagt habe, ich muss hier noch was. Na, was in Ordnung bringen? Wie sieht das aus? Ist das hier mittig? Nein. Okay, warte mal. So. Und hier geht der Ausgang in die falsche Richtung, aber ich hätte es gern so. Okay. Okay, normales Förderband raus. So, und der müsste jetzt halt auch damit hinhauen. Ich muss mir jetzt also gar nicht mehr so einen großen Kopf machen. Also, hier möchte ich gerne machen Rotoren. Für Rotoren brauche ich Stangen und Schrauben. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Also können wir hier auch direkt noch einen zweiten nebenpacken. So, und du hast den Eingang hier. Also was habe ich gesagt? Ich brauche. Machen wir erstmal die Stangen.
Er macht 15. Und er macht 15. Dann haben wir insgesamt 30. Ich brauche 40. Gut, okay. Dann machst du mir auch noch mal Schrauben, aber du machst nicht 15, sondern 10. So, dann haben wir 10 plus 30 sind 40. Soweit, so gut. So, das bedeutet, ich brauche hierfür auch einfach nur MK1. Was habe ich falsch gemacht? Oh ja, ich sehe. I see. Der grüne Pfeil soll natürlich nach da hingehen. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja. Bevor ich das mache, okay. So, und da oben brauche ich aber ein MK2-Förderband. Weil. Und nach unten auch MK2, ne? Ja, denn ich brauche 100 Schrauben. Zack. Okay, soweit, so gut. Dann kann ich das jetzt hier noch verbinden. Und das. Okay, jetzt fehlen die Schrauben. Muss ich hier erstmal den ganzen Scheiß hier wieder abbauen. Es war aber gut, dass ich sie erstmal noch stehen gelassen habe, weil ich dann die beste Entfernung hatte, um diese Dinger, um diese Förderlifte dazwischen zu bauen, zu haben. Nein. So, und die Fabriker, was sind das? Die Konstruktoren, die können da auch erstmal noch stehen bleiben. Ich entferne nun mal hier den Kram, den ich jetzt gerade ganz sicher nicht mehr brauche. Und dann kann ich das nämlich ganz einfach erweitern. So, hatte ich jetzt schon gesagt, dass du Rotoren machen sollst? Nein. Habe ich das dem Ding hier gesagt? Ja. Gut, dann fehlt jetzt noch ein Strommast. Natürlich.